Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich froh, dass wir hier im sachlichen, ruhigen Ton über das Thema reden. Denn wir haben tatsächlich mit einem Berufsfeld zu tun, und da spreche ich aus Erfahrung, das über die Maßen des Erträglichen belastet ist. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben Pflegenotstand, wir haben zu wenig Fachkräfte, wir haben Nachwuchsmangel. Nach schlimmen Prognosen kann man davon ausgehen, dass bis zu 1 Million Pflegekräfte deutschlandweit fehlen könnten, wenn es so weitergeht und wir nicht nachbessern können. Und deswegen bin ich auch froh, dass jetzt in dem Koalitionsvertrag, der auf Bundesebene vorliegt, auch dort einige sehr gute Formulierungen drin sind, die Fachkräftezuwanderung ermöglicht, dass diejenigen, die bereits hier sind, schnell in den Beruf kommen können, dass Anerkennungsverfahren passieren können, dass Pflegebedarfsbemessungsinstrumente eingeführt werden sollen, insbesondere wird das ja auch für die Krankenhäuser von hohem Belang sein, dass die Altenpflege gestärkt wird, was ja nach der Einführung der Generalistik von hohem Belang ist, dass 1 Milliarde Euro für den Pflegebonus bereitgestellt werden sollen, dass hohe Freibeträge bereitgestellt werden sollen. Und es fehlt auch eine ganze Menge, will ich auch ganz offen sagen, in diesem Koalitionsvertrag, wo sicherlich auch noch fachlich gearbeitet werden muss, was ja auch normal ist, wenn man eine Legislaturperiode beginnt, nämlich Fragen der Arbeitszeit, der Arbeitszeitgestaltung, der Bezahlung. Und was auch fehlt und was eine Aufgabe zum Beispiel für eine Pflegekammer sein könnte, wäre, wie sehen denn Teilqualifikationen aus? Was gut ist, dass jetzt auf Bundesebene harmonisiert werden soll, was die Assistenzfragen anbetrifft. Aber wie wäre es denn, wenn wir innerhalb auch der Altenpflege oder der Krankenpflege durch vernünftige Richtlinien andere Möglichkeiten der Mitarbeit ermöglichen, wenn wir Qualifikationen unterhalb der examinierten Kräfte ermöglichen könnten, wenn wir die Entlastung an ganz verschiedenen Stellen machen können, wenn wir dafür sorgen durch gute Vorschläge, dass es eine atmende Vollzeit geben könnte, statt strenger 39 Stunden vielleicht mit 32 Stunden. Es gibt Arbeitgebermodelle, wo Leute mit ganz flexiblen Arbeitszeiten unterwegs sind, wo Beruf und Familie miteinander verbunden werden könnte. Und ich könnte jetzt noch ganz viele oder eigentlich alle Argumente, die Peter Preuß vorhin fachlich für die Pflegekammer eingeführt hat, auch noch anführen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, bringt mich in der Abwägung rein fachlich schon zu der Erkenntnis, dass die Pflegekammer eine gute Idee ist. Aber wir haben auch Spielregeln hier festgelegt miteinander. Wir haben in der letzten Legislaturperiode alle miteinander beschlossen, dass wir eine Befragung der Pflegekräfte haben wollen. Und wir haben das in dieser Legislaturperiode bestätigt. Und dann hat es eine Befragung gegeben. Und diese Befragung hat ein eindeutiges Ergebnis gegeben, wie Frau Kollegin Schneider und auch Kollege Preuß hier vorgetragen hat. Und deswegen hat die grüne Fraktion auch gesagt, ja, deswegen machen wir den Weg auch mit. Und wenn wir einen Weg auch beginnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kann ich Ihnen auch sagen, dann soll es auch funktionieren. Ich möchte nicht, dass eine Kammer mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Ich möchte nicht, dass diese Kammer scheitert. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich möchte, dass diese Kammer ein Erfolg wird und ich möchte, dass sie finanziell gut ausgestattet ist und dass die Pflegekräfte gut vertreten werden an der Stelle. Und ich möchte noch eins sagen. Ich bin von Herzen, und das, glaube ich, wird man mir hier keine absprechen, jemand, der Mitbestimmung richtig findet, der Arbeitszeitschutz richtig findet, der viele Fragen der tariflichen Festlegung für notwendig und richtig hält. Das sind alles Punkte, die Verdi und andere Gewerkschaften sehr klar auch aushandeln müssen. Aber was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann, ist, warum ausgerechnet diejenigen, die zusammenarbeiten, müssen sich jetzt gegeneinander aufstellen. Dass der BPA dagegen argumentiert, wie in verschiedenen anderen Bundesländern, und sagt, das ist Bürokratie und schwierig, geschenkt. Das mag dazugehören, finde ich auch nicht ganz nachvollziehbar. Dass der Bund der Steuerzahler sagt, oh, da kommt wieder ein neues öffentliches Gremium, dann wird es zu teuer. Auch geschenkt, aber verdächtig, liebe Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Das sage ich Ihnen auch ganz offen. Ich kann nur dazu aufrufen, entlasten Sie nicht diesen Minister, entlasten Sie nicht mich, entlasten Sie nicht die Leute, die in der Pflege für bessere Bedingungen machen sollen, indem Sie ein Scheingefecht zwischen Verdi und Pflegekammer austragen. Sorgen Sie dafür, dass die Probleme gelöst werden an der Stelle. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich zumindest ein Argument noch ergänzen, was Kollege Preuß hier auch vorgebracht hat, weil ich zum Teil die Argumente, die gegen die Kammer vorgebracht werden, schon ein bisschen abenteuerlich finde. Ich will auf den Beitrag kommen. Da bin ich nämlich zwischenzeitlich mal nachdenklich geworden, weil ich dachte, ich hätte was falsch verstanden. Ich habe Zuschriften bekommen, wo mir gesagt wurde, da drohen jetzt 300, 400, 500 Euro Beitrag im Jahr. Da drohen mir zusätzliche Fortbildungskosten, die ich vorher nicht hatte. Da drohen mir Strafzahlungen für Pflege,
Falschhandlung, die ich vorher nicht hatte. Da droht dieses, da droht jenes. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, was nicht sehr schwierig ist, braucht man nur bei Google ein bisschen zwei Dinge eingeben. Physiotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen habe ich mal aufgerufen. Die verlangen von einem aktiven Mitglied, was 30.000 Euro pro Jahr verdient, 280 Euro. Der Errichtungsausschuss, Peter Preuß hat es ihm vorgeschlagen, empfiehlt 60 Euro pro Jahr. Zusätzlich bei verschiedenen anderen Entlastungen, die Peter Preuß auch vorgetragen hat, die es ja auch zu Verbesserungen führt, was die Fortbildungsmöglichkeiten anbetrifft und andere Punkte. Und eins will ich auch sagen. Ja, natürlich haben wir beim Thema Fort- und Weiterbildung da ein Thema. Natürlich müssen wir mit den Arbeitgebern uns noch darüber unterhalten, wer die Kosten trägt. Vielleicht müssen wir uns auch mit dem Minister oder wenn wir zu entscheiden, darüber unterhalten, wer das im Zweifel trägt, die Landschaftsverbände und andere. Aber dieser Prozess lohnt sich. Diese Aushandlung möchte ich. Ich möchte den Streit auch darüber, wie das funktioniert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, das war in unserer Partei nicht immer ein leichter Prozess, weil wir das abwägend auch gemacht haben. Wir finden das Kammersystem auch nicht an jeder Stelle nachvollziehbar. Und Zwangsmitgliedschaften müssen wir uns auch immer sehr genau angucken. Aber klar ist doch, in diesem System, wie es jetzt aufgebaut ist, wird die Pflege keine entscheidende Rolle spielen, wenn diese Pflegekammer auf Landesebene nicht kommt. Und ich bin auch sehr froh, dass es jetzt eine Formulierung auf Bundesebene gibt. SPD auf Bundesebene, Grüne auf Bundesebene und FDP haben eine Befragung bundesweit angestoßen. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Befragung steht, dass es eine Bundespflegekammer gibt, damit in diesem GBA endlich auch Fragen der Pflegenden vernünftig mit eingebunden werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr